Hallo liebe Freunde von Didis Infokanal. Ich möchte mich auf diesem Wege für eure Treue bedanken und allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Leider kann ich nicht alle von euch persönlich anschreiben, das wird einfach zu viel bei der Größe des Kanals mittlerweile. Oft werde ich gefragt, was bringen die ganzen Demonstrationen? Das wird niemals messbar sein. Fragt euch lieber, was wäre gewesen, wenn wir nicht auf die Straße gegangen wären. Wir hätten vermutlich eine allgemeine Impfpflicht, die einrichtungsbezogene Impfpflicht wäre nicht abgeschafft worden oder die Regierung hätte noch viel mehr Sauereien eingeführt. Als letztes Jahr Bundeskanzlerin Angela Merkel durch Olaf Scholz abgelöst wurde, ahnte ich bereits, dass es noch viel schlimmer kommen würde. Mit dieser Ampelregierung ist kein Staat zu machen. Alles, was man falsch machen kann, wurde falsch gemacht. Wer sich von dieser Regierung regieren lässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Raus auf die Straße. Wir haben eine Außenministerin, der Wählerwille egal ist. Wir haben einen Kinderbuchautor, der nicht von Wirtschaft versteht und Duschratschläge gibt. Und wir haben einen Regierungschef, der sich nicht an die Bankgeschäfte von vorgestern erinnert. Leute, raus auf die Straße. Es gibt keine andere Chance mehr, als friedlich und bestimmt in großer Zahl auf die Straße zu gehen. Es geht bereits im Januar weiter. Die erste Demo des Jahres findet am Mittwoch, den 11.01. in Sulzbach-Altenwald statt. Liebe Freunde, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns wieder auf der Straße. Wir sind die rote Linie.